Mensch, gehört euch vielen Dank für die bevorstehenden bleibenden Schäden. Gummi war schon scheiße, müssen wir echt nicht drüber reden. Existieren hier eigentlich nur hoffnungslose pädophile Gays? Versuch gar nicht erst dich rauszureden, dass ich dich verschone, ist Schwachsinn. Denn diese Behauptung liegt wie dein Taktgefühl Kilometer weiter neben. Es geht um Verständlichkeit. Lyrik gibt er nicht nur ab, um Angriffsfläche zu reduzieren, sondern weil sein Tag Team peinlich sei. Doch allein für deine Fresse musst du schon mehr kassieren, als dein Sparringpartner im Fight Club. Bevor ich er wäre ein krasser Gang. Es ist Baba's Drain, es ist Baba's Drain. Und nimmt ihn so lang durch, bis er das versteht. Es ist Baba's Drain, es ist Baba's Drain. Denkst, wenn du ihn lang genug fickst, gibt Boris zu. Doch die Zac Front oder nicht, Alter, der Homo bist du. Und auf die Frage, ob er Bier will, sagt Baba's Drain. Nee, ich würde ein Wasser nehmen. Das Traurige ist, man müsste nicht mal was einreichen. Weil selbst LRS-Kinder dich mit Leichtigkeit überbieten. Nicht mal deine eigenen Brüder würden dir einen Feature-Part geben. Wer sagt Mama, ich bin schwul und seine Mama, nee. Es ist Baba's Drain, es ist Baba's Drain. Wer checkt vom Hintern seiner Gegner gerne After Eight? Es ist Baba's Drain, es ist Baba's Drain. Sagst, dein Gegner wäre schwul, boah, ganz krasser Front. Wenn du selber bei nackten Männern einen Harten bekommst. Es ist Gizek, der sich an anderen anal vergeht. Niemals ist der Baba straight. Nein. Yeah, Mackie und Psychonik. In die Fresse, du Hurensohn, schreit Emo. Es waschen Depression, Borderline, jede Kacke rein. Lass das Rap bimmen, das soll auch sein. Ich such Kind aus dem Heim, komm hier den Tag schon rein. Gäbe es keine Analysen, würde nie jemand ein Wort über dich verlieren. Emo springen lieber an, statt permanent Depri-Phasen zu schieben. Du bist selbst zu Rack für die alleinige Teilnahme im Achtelfinale. Deine alten Brüder ficken dich blutig, dennoch Transen haben ihre Tage. Beim Thema Rap-Skill ist der Spaß still. Freunde hat er auch nicht, oder warum findet sich niemand für dein Videodreh? Ganz einfach, weil niemand ein Video von dir sehen will.